Das ist doch dämlich. Jetzt kann ich glatt. Jetzt hänge ich da fest. Ich komme nicht weiter. Was man da jetzt machen kann, zumindest was Kader betrifft, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Und damit Servus und Hallo, ich bin der Brickfam Jena und heute, ja, heute ein bisschen News und Infos. Ihr kennt das vielleicht. Ihr kauft euch ein Klemmbaustein-Set, seid voll freudiger Erwartung, ihr packt das aus, ihr fangt an zum Bauen und dann passiert entweder, dass ein Teil fehlt oder ein Teil defekt ist. Kommt nicht oft vor, aber es kann passieren. Produktionsfehler kann man nicht hundertprozentig ausschließen, egal ob jetzt bei einem Modellauto, bei Klemmbausteinen, bei einem Radio, bei einem Computer, bei einem Monitor, egal wo, Produktionsfehler können auftreten. Das ist auch der Grund, warum man eben Garantie hat oder ähnliches. Jetzt ist es so, der bekannteste Klemmbausteinhersteller ist Lego. Immer noch. Überhaupt keine Frage. Und man kann über Lego sagen, was man will. Von wegen Preis, Sticker, was auch immer. Aber in einem sind sie wirklich top und das ist der Support. Bei Lego ist es relativ easy, wenn ein Teil defekt ist oder fehlt. Man geht auf die Supportseite von Lego, gibt das bekannt und im Regelfall bekommt man diese Teile dann zugeschickt. Wie ist es aber jetzt bei den Alternativherstellern? Klar, wenn ich jetzt mir ein Set bei einem europäischen Händler kaufe, Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer, direkt im Laden oder online bei ihm und ich bekomme es zugeschickt, dann ist es im Regelfall relativ einfach, weil wenn was defekt ist oder wenn was fehlt, dann kann ich zu ihm hingehen und sagen, du, ich habe das bei dir gekauft, das und das ist das Problem, bitte kümmere dich drum. Und in den meisten Fällen ist es auch so, dass der Händler dann für den Ersatz sorgt. Wie er das löst, das ist von Händler zu Händler unterschiedlich. Ich habe da auch schon gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Aber wie ist das jetzt, wenn ich direkt beim Hersteller bestelle? Vor allem, da ja viele Hersteller in China sitzen. So auch Kader. Mir ist es Gott sei Dank, oh ja, ich korrigiere mich. Ich hatte sogar bei einem Kader-Set einen fehlerhaften Teil, und zwar beim Pariser Restaurant, ich verlinke es euch gerne da oben, da war ein 4x4 Ring in grün, der unter dem Baum sitzt, der eine kleine Wiesenfläche darstellen soll, da war ein Gussfehler. In dem Fall kann ich jetzt nicht zum Markus von der Klemme gehen oder zum Cäsar ins Brickshaus und denen schreiben oder sagen, du, das ist fehlerhaft, weil der wird sagen, schön, hast aber nicht bei mir gekauft, kann ich nichts machen. Weil wie gesagt, dieses Set habe ich zum Beispiel bei dir bei Kader mir gekauft. Und da hat jetzt Kader selbst einen oder seinen Support erweitert. Ich habe damals noch direkt an Kader per E-Mail geschrieben und die haben das in die Wege geleitet. Hat funktioniert, überhaupt keine Frage. Aber Kader hat das jetzt vereinfacht. Und zwar insofern, Kader hat jetzt eine eigene Support-Seite gelauncht und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr damit arbeiten könnt und wie ihr im Falle eines Falles, hoffentlich passiert das nicht, aber wie gesagt, man kann es nicht hundertprozentig ausschließen, wie ihr im Falle des Falles dann an Ersatz kommt. So, um jetzt den ungewöhnlichen Fall eines defekten oder fehlenden Teils melden zu können und Ersatz zu bekommen, müsst ihr auf folgende Seite gehen, service.dkaderstore.com, ich verlinke es euch natürlich gerne unten, und dann kommt ihr hier auf diese Login-Seite.
Ganz wichtig, die Zugangsdaten, die ihr für den Online-Store bei Kader verwendet, die funktionieren hier nicht. Ihr müsst euch hier komplett neu registrieren für den Servicebereich. Das heißt, ihr klickt hier auf Register an Account, gebt hier eure E-Mail-Adresse ein, euer gewünschtes Passwort, bestätigt das Passwort und gebt diesen Verification-Code ein, der hier in diesem Feld steht, der wird Zugriff generiert und soll einfach nur Roboter ausschließen. Ihr könnt hier durchaus dieselben Zugangsdaten verwenden, die ihr auch für den Store verwendet, selbe E-Mail-Adresse, selbes Passwort, aber ihr müsst euch wirklich einmalig neu registrieren. Hier unten könnt ihr das Haken setzen, ob ihr Marketing-E-Mails von Kader empfangen möchtet oder nicht. Das ist ganz eure Entscheidung. Und dann klickt ihr auf Submit. Dann bekommt ihr auf diese E-Mail-Adresse eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link drinnen. Diesen Link klickt ihr einmalig an und dann wird diese E-Mail-Adresse bei Kader verifiziert. Das heißt, damit weiß Kader, okay, die E-Mail-Adresse gehört euch und ist existent. Wenn das geschehen ist, geht ihr nochmal auf die Seite und könnt euch dann hier mit euren Daten einloggen. Und voilà, ihr seid im Support-Bereich, im Service-Bereich. Kader hat ja nicht nur Klemmbausteine, sondern auch ferngesteuerte Spielzeuge oder beziehungsweise ferngesteuerte Hobbygeschichten. In den meisten Fällen nehme ich einmal an, dass es bei euch um Klemmbausteine gehen wird. Das heißt, ihr klickt hier auf Building Bricks und dann kommt ihr schon zu dem Formular, sage ich einmal, wo ihr das Ganze dann eben eintragen könnt. Im ersten Schritt wählt ihr mal aus, ist es ein defekter Teil oder ist es ein fehlender Teil. Wir sagen, okay, es ist ein fehlender Teil. Dann wählt ihr hier aus, in welchem Land lebt ihr. In meinem Fall Österreich, also Austria. Next Step. Dann hier möchte Kader einen Proof of Purchase. Das heißt, eine Bestätigung, dass ihr das Set auch wirklich gekauft habt. Egal wo. Es geht einfach nur darum, dass ihr nicht bei Kader, nur weil ihr, weiß ich nicht, irgendwas bauen möchtet und euch fehlen einfach die Teile, dass ihr einfach gratis an die Teile ankommen möchtet. Das möchte Kader mit diesem Videoverifikation eben umgehen. Ihr wählt hier aus, ob ihr einen Offline-Store genutzt habt. Das heißt, war es ein Händler, wo ihr direkt vor Ort wart. Oder war es ein Online-Store? In meinem Fall, da ich die meisten Sachen, die ich von Kader beziehe, mittlerweile über Kader direkt beziehe als Partner, habe ich da ein recht gutes Angebot. Wähle ich hier Online-Store aus. Als Plattform ist jetzt schwierig zu sagen, Plattform, ja, nehmen wir Kader. Store-Name auch Kader. Upload Fotos. Hier wählt ihr ein Foto aus von eurem, eine Bestätigung von eurer Rechnung. Ihr könnt das Ganze in JPEG, WebP, Web, PNG und PDF-Format auswählen. Maximale Dateigröße 3 MB. Zum Zeigen reicht dieses Foto, aber im Normalfall bitte immer ein Foto von der dementsprechenden Rechnung. Next Step, hier gebt ihr die Set-Nummer ein. Wir nehmen jetzt einmal die C7106W. Das ist im Prinzip der neue Tresor von Kader, der Master Series. Und geht auf Next Step. Und siehe da, anhand der Seriennummer, anhand der Set-Nummer, weiß die Seite sofort, welche Teile sind in dem Set drin. Ja, es gibt hier ein paar Teile, wo noch kein Bild hinterlegt ist, an dem wird Kader nämlich einmal sehr stark dran arbeiten. Aber hier könnt ihr dann die Teile auswählen, die euch fehlen oder die defekt sind. In dem Fall sagen wir mal, ja, das Zahnrad. Mit dem Plus einfach in den Warenkorb legen, hier die Anzahl festlegen, die euch fehlt oder fehlerhaft ist und dann auf Confirm Your Order. Und dann seid ihr schon im letzten Prozess. Das heißt, ihr gebt hier euren Namen ein,
eure E-Mail-Adresse, eine Kontaktrufnummer, eine Adresse, klar, wohin soll es geschickt werden, Stadt, Dorf, Postleitzahl und das Land. Und wenn das erledigt ist, klickt ihr einfach nur mehr auf Confirm und Submit Orders. Hier ist noch ein Hinweis, dass eben die ganzen Informationen sicher verwahrt werden bei Kader und nur für diese Art oder für diese Information hier genutzt wird. Jo. Ja, genau. Die E-Mail-Adresse ist wichtig, dass ihr angibt. Aus dem einfachen Grund sollten von Kader noch Rückfragen sein, dass sie sich an euch wenden können. Beziehungsweise bekommt ihr natürlich auch auf diese E-Mail-Adresse eine Bestätigung über den Eingang dieses Service-Tickets und dann natürlich auch eine Bestätigung, dass die Teile versendet worden sind. Da die Ersatzteile in dem Fall auch direkt aus China kommen, ist es auch so, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, ich habe die Teile in 2 Tagen vor mir liegen. Das kann auch etwas dauern, genauso wie wenn ein Sendtier bei Kader bestellt. Weil natürlich das so ist, dass die ganzen Sachen nicht wirklich einzeln verschickt werden, sondern die werden einmal zum Hafen geschickt oder zum Flughafen oder wo auch immer und dann einmal dort gesammelt, bis ein Container voll ist. Und erst dieser Gesamtcontainer wird dann verschickt. In den Containern sind natürlich nicht nur Sachen von Kader, sondern von allen anderen möglichen Herstellern, aber es wird immer gewartet, bis die Container voll sind, um eben hier gesammelt das Ganze zu verschicken. Jo, so viel dazu. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Infos geben können, wie dieser Prozess funktioniert. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr den Prozess nicht nutzen müsst, dass eure Sets, wenn ihr sie von Kader bestellt, in tiptop Zustand kommen, aber wie gesagt, eine 100% Garantie gibt es nicht. Es können immer wieder Produktionsfehler passieren. In diesem Sinne, ich hoffe, die Information hat euch etwas geholfen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, im nächsten Livestream oder auf einer der kommenden Ausstellungen. Und bis dahin, bleibt unserer Community treu und habt eine wunderschöne Zeit. Euer Brickfan, Vienna. We'll be right back.